Guten Morgen. Weihwachmlicher Vordam, Nume Jesu Christi, komm ich nicht dir und ich danke dir für deine Leben. Ich danke dir für deine Güte. Herr, wie können wir da nie einen Tag anfangen, halb uns die Mördlich mit dir unterfangen. Mag du uns recht schaffen, wie brücke die. Herr, erfäll uns Wort mit deinen Jest und rette uns. In Nume Jesu. Amen. Vers 20 von Sprüche 18 sagt, du musst mit den Folgen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Also was sagt uns das Wort? Das Wort sagt uns, was wie Plante, was wie Ernte. Also was wie Rede, das wird unsere Frucht sein. Und wir leben in einer negativen Welt. Wenn wir uns von der Welt fördern lassen, wenn unsere Gedanken, unsere wieder von der Welt beeinflusst sind, dann werden unsere wieder schlecht sein. Und dann wird unsere Ernte Untergang sein. Möchten wir uns doch vom Heiligen Geist erfüllen lassen, von Gottes Liebe erfüllen lassen. Möchte Jesus da sein, was uns Leben ganz beeinflusst und was uns Rede beeinflusst. Dann wird unser Abend wörtlich Geld sein. Wieder sagt es in Vers 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Also, jeder wird ernte, wird herät. An sie wieder Hand macht, und wenn Mord wie versächtig sein. Und ich würde mal mitmachen, wie soll uns überhaupt nicht eure. Aber wann einer sich mal stiert, dann hüllt ihn mir. Wenn es dort gefährlich ist, was wie vorher rede. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Der Israeliten aus der Kundschaft der Tredje kommen wäre, dann hatte der Schlechte nur Rechte verbreitet. Und der Israeliten, der mordete die ganze Nacht. Nächsten Tag sagt Gott, irgendwo passiert, was ich hier habe, was ich sehe. Sie waren in dieser Wüste gestorben. Und die Männer, die die Schlacht nur recht verbreitet hatten, die starben den Tag. Und Josua und Kaleb, die im Glauben geredet hatten, was gesagt hatten, das wird leicht sein. Gott ist mit uns. Jana haben nicht keinen, was er enthält, aber Gott hält uns. Die kommen an. Jeder Arnt die Frucht von seiner Wieder. Lebe der Tod. Ganz klar, mir ist bewusst geworden, dass es nicht eine Anstrengung im Reden. Ans Reden wird nicht anders geworden, solange es wie Benem hat nicht verändert worden. Wenn es in Wirklichkeit ist, ans Müll bloß der Ausgang von dort, was im Hort ist. Also wie macht er nicht bloß uns anstrengen, Gäude zu reden, wie macht er uns Wort für andere Leute von Jesus. Wenn uns Wort voll ist von Jesus, dann wird in unserem Müll auch Gäude zurückkommen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich bete, dass wir das verstehen. Und ich bete, Herr, riem in uns Wort rüt, wo die nicht irrt. Riem in uns Wort rüt, was immer war da in uns Müll, wieder kommen lässt, was nicht Geld sind. Und er fällt uns ganz mit dir. Halb dort jedes Mal, wenn wir reden, in uns Müll sehen, Rütschamt. In uns Müll dort, Rütschamt, was du weißt. In uns Müll glauben, Rütschamt. Live, Fred, das bete ich im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.